Heute teste ich etwas, was ich schon lange mal machen wollte. Wir machen uns alle Gedanken über Wasser, welcher Wasserfilter und ist unser Leitungswasser schädlich und so weiter. Und wir kommen, mich inklusive, gar nicht auf das Einfachste. Einfach mal das Wasser testen lassen, um zu sehen, ob es wirklich verunreinigt ist. Und wenn es verunreinigt ist, welche Parameter verunreinigt sind und ob man dann lieber destilliertes Wasser nimmt oder vielleicht einen ganz normalen Tischwasserfilter oder eine Umkehrosmoseanlage oder was auch immer. Und ja, entsprechend habe ich mir jetzt ein Testpaket zuschicken lassen. Ich werde euch das auch unten verlinken, was ich mir zugeschickt haben lasse. Und ja, werde euch genau zeigen, wie das funktioniert. In der Hoffnung, dass es funktioniert, weil es auch so ein bisschen ein Test für mich ist, weil ich das noch nie getan habe. Und ich nehme mich von Anfang an einfach mit von dem Öffnen des Paketes, was ich sozusagen bekommen habe, um mein Wasser zu testen, bis zum Test, bis zum Ergebnis. Und ja, ich nehme euch komplett mit auf die Reise. Ich hoffe, dass ihr euch da, ja, genauso wie ich mir das sozusagen auch mal gewünscht habe, da echt was Positives mitnehmen könnt und auch seht und auch die Unsicherheit verliert, wie das denn eben funktioniert. Weil ich habe die ganze Zeit immer so nachgedacht, wie funktioniert denn das alles und so kompliziert und deswegen, vielleicht ist es auch kompliziert, wir werden sehen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit auf die Reise. So, also man bekommt als erstes scheinbar so einen Beutel. Okay. Da enthält man verschiedene Dinge. So. Okay, also zum einen sind hier zwei Döschen Wasseranalyse Plus. Das ist das Paket, was ich mir sozusagen bestellt habe. Und da ist gleich eine Referenznummer darauf, um das wahrscheinlich dann im Labor, wie man es halt bei der Blutprobe kennt. Okay. Okay, das ist der Lieferschein. Die Testergebnisse werden in der Regel von 7 Werktagen nach Eingang Ihrer Probe im Labor online unter folgenden Bericht oder Link eingesehen. Dann gibt es so einen individuellen Link und dann kannst du dir das angucken. Aha, okay. In 6 Schritten zur Probeentnahme. In Ihrem gesamten Haushalt darf 4 Stunden vor der Probeentnahme kein Wasseranschluss verwendet werden. Okay, das heißt, ich kann es jetzt gar nicht machen. Ich mache das dann morgen früh. Ich nehme es natürlich dann auf. Aber das heißt, 4 Stunden durfte kein Wasser verwendet werden, also direkt morgens. Und entnehmen Sie Ihre Wasserprobe deshalb am besten morgens direkt nach dem Aufstehen. Okay, wissen wir. Füllen Sie das Wasser, ohne es vorlaufen zu lassen, direkt in beide mitgefüllte Probegefäße. Entnehmen Sie Ihre Wasserprobe an einer beliebigen Wasserstelle in Ihrem Haushalt und verwenden Sie kaltes Wasser. Befüllen Sie alle Gefäße aus einer Entnahmestelle. Das heißt, ich werde hier einfach aus meinem ganz normalen, wo ich auch das trinken würde, in der Küche das rausnehmen und ja, und dieses beides habe ich dann. Die Schritte sind dann, schrauben Sie die Deckel der Gefäße nacheinander ab. Das ist interessant, jetzt wirklich haarklein beschrieben. Beide Gefäße vollständig befüllen und fest verschließen. Kontrolle, wurden alle 2 Gefäße bereits von uns etikettiert? Ja, ist schon. Beide Gefäße in den Rücksendekarton legen und fest verschließen. Dieser Karton ist mitgesendet. Okay. Das ist schon frankiert und dann tut man die hier rein und Etikett auf dem Rücksendekarton kleben. Das Etikett kann man dann einfach auf den Karton kleben, ist auch dabei und dann zur Post gehen. Also es ist wirklich extrem gut Deutsch, vor allem bei sowas ist man ja immer, dass man da oftmals eine andere Sprache erhält. Ja, Deutsch super, also erster Eindruck bombastisch, einfach ganz klar, gibt es keine Frage, was man machen soll oder weil es kostet ja, es gibt verschiedene Pakete und fängt sehr preiswert an, wenn man alle Werte testen lassen will, wie ich jetzt, wird es halt immer teurer, also ich habe alle relevanten Werte fürs Trinkwasser, es gibt da noch welche für medizinische Labore und so weiter und ja, und da werde ich jetzt einfach mal nichts machen und morgen werde ich mein Wasser entnehmen und ja, der werde ich natürlich auch wieder filmen und dann sehen wir uns morgen wieder. Ist halt dabei jeder Schritt. Ich bin total gespannt und vor allem am Ende gespannt, sollte ich mein Wasser in irgendeiner Weise filtern? Sollte ich es doch filtern? Also am Anfang hatte ich einen Tischwasserfilter. Ja, und dann hatte ich irgendwann aufgehört, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nö, passt. Oder ja, kann ich es eben einfach trinken oder soll ich es filtern? Die Frage werde ich beantworten können. Und ihr vielleicht dann auch, wenn ihr den Test macht und bin auch gespannt, was rauskommt, welche Werte dabei sind und so weiter. Bleibt dabei und ja, wir sehen uns morgen zur Wasserentnahme. So, wir
jetzt ist es soweit. Ich habe die ganze Nacht das Wasser nicht benutzt und jetzt auch nicht irgendwo einen Strahl vorher ablassen, sondern direkt befüllen mit kaltem Wasser. So. Und diese beiden Proben gehen jetzt ins Paket und dann ins Labor. Ja, und nun ist halt, wie gesagt, dieser Aufkleber hier noch dabei. Den macht man dann einfach ab. So, der Aufkleber. Und der wird dann aufs Paket geklebt. Und das war's schon. Und vorher war ja noch wahrscheinlich, hier steht Etikett für Probegefäß, da waren wahrscheinlich die beiden Etiketten, die bereits auf dem Probegefäß drauf war. Und da haben bestimmt viele Menschen das vergessen, da drauf zu kleben. Und deswegen haben die das hier schon vorher ja quasi auf die Etiketten drauf, auf die Probegefäße draufgeklebt. Von daher musst du wirklich am Ende wirklich einfach nur noch das Ding hier draufkleben. Und ja, also die Abwicklung, machen wir schon mal größer. Die Abwicklung ist jetzt mega, mega, mega einfach. Also das ist wirklich ja, perfekt, perfekt. Das ist wirklich so, wie ich es auch machen würde. Und ich habe schon oft Tutorials oder ja, Anleitungen für auch ältere Menschen gemacht. Ich war ja damals, als ich Arbeitsvermittler war, auch der, ja, wie sollte man das sagen, der EDV-Berater. Ich habe den Menschen erklärt, wie man halt einen Computer benutzt oder so. Oder kleine Stichpunktzettel gemacht, so erstens, zweitens, drittens. Für Menschen, die noch nie einen Computer in der Hand gehabt haben. Und deswegen, ich kenne mich aus damit, für richtig, richtig komplette Einsteiger das ja, zu machen. Und ja, und das hat das Ivario wunderbar gemacht. Und ja, ich fühle mich ja, vollkommen sicher in dem, wie ich getestet habe. Weil es ja eine Laboruntersuchung und so weiter. Die viele werden sagen, ja, hoffentlich verunreinige ich das nicht oder so. Nein, alles wirklich perfekt. Und nun bin ich ja, gespannt auf die Ergebnisse. So, nun, ich bin genauso gespannt wie ihr. Seht, die Mail ist ja auch noch nicht gelesen worden. Ich habe die Mail jetzt gesehen, dass sie angekommen ist. Ivario, ihre Testergebnisse sind online. Und ja, und dann schauen wir mal gemeinsam rein, wie die Wasserergebnisse sind. So, zu den Testergebnissen. Okay, da brauche ich jetzt meinen persönlichen Zugangscode. Ich glaube, den habe ich noch irgendwo rumliegen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Wasseranalyse Plus. Ah, es geht los. Christian Pörzel. Okay. Aluminium. Ihr Wert ist bei 0,01 und der Grenzwert laut Trinkwasserkontrolle ist 2. Ihr Wert ist okay. Ammonium 0,020. Ihr Wert ist okay. Barium 0,38 und 0,7. Ihr Wert ist okay. Arsen 0,00. Ihr Wert ist okay. Beryllium. Für Beryllium ist die Trinkwasserverordnung kein Grenzwert festlegen. Zwar deklarieren die EG-Trinkwasserrichtlinie sowie die WHO in ihrer Empfehlung Beryllium als toxisch wirkenden Stoff. Grenzwertempfehlung gibt es jedoch noch nicht. Da hohe und gegebenenfalls gefährliche Konzentrationen des seltenen Beryllium im europäischen Trinkwasser äußerst unwahrscheinlich sind. Okay, mit 0,03 Milligramm pro Liter, sehr ähnlich wie Arsen. Arsen ist auch ein Nervengift, von daher würde es schon okay sein. Blei. Ihr werdet es okay. Ganz wichtig, Bleirohre. Bohr. Auch okay. Cadmium, auch okay. Chrom, auch okay. Ja? Kobalt. Kobalt ist Bestandteil des natürlichen Körpervorkommens Vitamin B12. Er wirkt daher in kleineren Mengen nicht toxisch. Ein Grenzwert existiert nicht. Experten zu folgen ist erst ab einer oralen Aufnahme für einen enorm großen Kobaltmengen von etwa 25 bis 30 Milligramm pro Tag mit negativen Auswirkungen zu rechnen. Okay, dann scheint der auch. Das ist ja auch von der Milligrammanzahl ungefähr genauso wie der andere. Eisen. Auch okay. Kalium, auch okay. Kupfer, auch sehr, sehr wichtig. Bei Kupferrohren, auch okay. Lithium, auch da nichts bekannt. Calcium, existiert kein Grenzwert in der Trinkwasserverordnung. Als Richtwerte für die tägliche Aufnahme an Calcium gelten 800 bis 1200 Milligramm. Mein Calcium hat pro Liter 62 Milligramm. Also kann ich mal meinen Calciumbedarf nicht durch mein Trinkwasser decken. Interessant. Magnesium 13 Milligramm pro Liter. Mangan auch okay. Natrium okay. Nickel okay.
Nitrit, okay. Nitrat, okay. Phosphor, okay. Selen, okay. Selen könnte ruhig ein bisschen mehr drin sein, da könnte ich schon meine Supplemente sparen. Aber ihr seht, in so einem Wasser sind auch viele Mineralstoffe noch enthalten, aber natürlich extrem wenig, ne? Leider. Silber. Oh. 0,01 Milligramm. Die Wasserhärte ist 11,7. Deutsche Härtegrad. Das Mittel ist weich ist bis 8,4, Mittel ist 8,4 bis 14 und hart ist ab 14. Und damit ist meins genau mittelhart. Okay. Zink. Okay. pH-Wert. Laut Trinkwasserverordnung sollte er zwischen 6,5 und 9,5 liegen. 7,5 ist wieder genau Mitte. Sehr gut. Elektrische Leitfähigkeit. Ja. Die Summe aus Nitrat- und Nitritkonzentration. Chlorid, Sulfat. Zusammenfassung: Wir haben in Parameter untersucht, in der Trinkwasserverordnung gegenübergestellt. Hinsichtlich der untersuchten Parameter wurden keine Grenzwerte überschritten. Ja, das ist es. Genau das ist es. Und meine Intuition, es hätte natürlich auch anders sein können, hat mir gesagt, ich brauche keinen Wasserfilter. Klar, jetzt sind hier keine Bakterien gemessen. Ne? Das wäre dann eine Sache, die gibt es sicherlich auch in einem anderen Tester noch. Das könnte man noch mehr testen lassen und noch um ganz sicher zu gehen. Ist aber irgendwo immer eine Preisfrage. Und ja, letztlich habe ich mich dann eben für diesen Test hier entschieden und muss sagen, bin sehr zufrieden, dass alles in Ordnung ist. Ich werde weiter mein Trinkwasser nicht filtern. Und wenn ich dann irgendwann mal noch mehr Geld habe und auch hier voraussichtlich länger wohnen bleibe, vielleicht lasse ich dann noch mehr testen. Aber ich vermute mal, das wird alles so okay bleiben. Das Video dient da einfach euch dazu, mal zu zeigen, dass man, bevor man sein Wasser filtert und irgendetwas herausfiltert oder irgendwas etwas macht, gerade wenn es um Schwermetalle geht, wie jetzt hier in dem Fall, oder irgendwelche anderen Sachen, dass man sein Wasser erstmal testet und dann einen Filter kauft und nicht einfach sich vom Marketing blenden lässt und irgendwie irgendwelche tollen Filter, die alles wegfiltern, ja, euch ja kauft. Das ist sinnloser Konsum, das ist oft nicht notwendig. Manchmal ist er notwendig, ja, aber dann weiß man es eben auch nach so einem Wassertest. Ich werde euch unter dem Video auch einen Link zu dem Labor hinschicken, wo ihr das Wasser testen lassen könnt, wenn ihr das wollt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mein Wasser weiter ungefiltert trinken werde.